Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Episode von Let's Play Star Wars Galaxy of Heroes Season 2 unserer grandiosen First Order Edition. In dieser Episode möchte ich gerne mit euch Events spielen und, wenn da noch ein bisschen Zeit ist, ein paar Cantina-Kämpfe machen. Zum einen steht hier der Event an, Geister von Dathomir. Es ist ein Spezialevent, bei dem wir Dathomir erkunden. Außerdem noch Waldmond-Angriffsschlachten. Dabei bekämpfen wir Evox mit unserem Imperium. Ob wir das schaffen und wie weit wir kommen, hängt ein bisschen davon ab, wie kompetent das Imperium auf diesem Account hier für uns ist, und das werden wir dann gemeinsam herausfinden. Wie gesagt, wenn da noch ein bisschen Zeit ist, gucken wir hier rein bei den Cantina-Kämpfen, denn wir sind hier mittlerweile bei 4F, aber ihr wisst, ich möchte gerne zu 5F, denn bei 5E und 5F können wir nämlich die Schmuggler-Veteranen farmen, Han und Chewbacca, und vor allem Han brauchen wir für unsere galaktische Legende, den obersten Anführer Kylo Ren. Also Freunde, macht euch bereit, wir springen rein, die Action, los geht's! Okay, dann wollen wir mal. Wir beginnen mit Geister von Dathomir. Und dabei würde ich sagen, wir beginnen bei Rang 1. Das ist der leichtere Schwierigkeitsgrad. Dann gibt es eben den Bonusrang. Der ist natürlich schwerer. Und was wir tun müssen ist, ich mag diese Aufgabe. Die ist sehr interessant. Ich zeige euch gleich, was wir tun müssen. Wir können hier außerdem Splitter erhalten für bestimmte Charaktere. Beim ersten Abschluss kriegen wir Zombie oder Geist. Danach kann man die halt eben hier entsprechend zusätzlich farmen. Und wir kriegen tonnenweise Erfahrungspunkte hier beim ersten Mal. Und hier würden wir sogar Zetas und Omegas kriegen, was natürlich ein absoluter Traum wäre. Ich glaube zwar nicht, dass wir das schaffen, aber wir werden es sehen. Oh, mein Handy meldet sich auch zwischendurch. Das ist in Ordnung. Das heißt, es ist Zeit, Gas zu geben mit der ersten Ordnung. Also machen wir uns auf in den Kampf. So, da sind wir dann. Wir müssen uns erstmal durch eine Horde von Zombies durchprügeln. Und die können ziemlich nervig sein. Deswegen aktiviere ich gleich mal ein paar meiner Fähigkeiten hier. Und versuche die mal schnell über den Haufen zu schießen hier. Die erste Welle. So, Zombies sind tatsächlich gar nicht so gefährlich wie das, was dann noch kommt. Nämlich die Geister. Ja, die Geister machen nämlich großen Schaden. Und die Geister sind außen dazu in der Lage, Weitblick zu erhalten. Was bedeutet, die können Angriffen ausweichen. Die hier, ne? Deswegen versuchen wir die natürlich zuerst zu killen, wann immer möglich. Und ignorieren erst einmal die Zombies. Super. So, greife den mal. Der ist ein bisschen langsamer geworden. Das ist gut. Dann ist der auch erledigt. Sehr schön. Jetzt machen wir noch den hier platt. So, was jetzt einfach aussah, kann ganz schnell ziemlich schwierig werden. Das ist nämlich eine Frage des Durchhaltens. Shono Salem Dani Taylori Olia Luciano. Ihr könnt euch das selber lesen. Alte Darker hat gesprochen. Und was wir machen müssen, ist erst einmal alle Gegner killen hier, inklusive Darker. Und danach diesen Altar angreifen. Und den Altar gilt es zu zerstören. Allerdings, wenn wir zu lange brauchen, spawnen die alle wieder. Und es geht wieder von vorne los. Okay, also wir betäuben erstmal sie. Geben ein bisschen Vollgas hier. Mit allem, was wir haben. Und heizen erst einmal auf die, diese Viecher da hinten. Sehr schön. Greifen dann den hier an. Und machen den da platt. So, und jetzt kommt es auf Darke an, dass wir die hier killen. Wir heben uns unsere ganzen Spezialfähigkeiten auf. Denn wir müssen ja viel Schaden auf den Altar machen. So, sehr gut, sehr gut. So, das Ding hier ebenfalls normal angreifen, bitte. So, jetzt kommt es darauf an. Wenn der Altar aufgeladen ist, spawnen die alle wieder. Und der Schaden, den wir machen, der bleibt bei dem Altar, wie ihr oben rechts in der Ecke sehen könnt, ne? Also greifen wir mal an. Und ihr seht, das ist nicht allzu viel Schaden, ne, den wir hier machen. Wir greifen mit Kylos stärkstem Angriff an, weil alles andere macht hier keinen Sinn. Dann schicken wir hier unseren Verbündeten vor. Sehr gut, machen noch mehr einen Spezialschuss, wunderbar. Alles, was irgendwie viel Schaden anrichtet, hier auch nochmal normal angreifen, bitte. So, Betäubung heben wir uns auf für später. Und die spawnen und haben natürlich auch gleich Erstschlag, wenn sie spawnen, weil alles andere wäre ja zu einfach, oder? Seht ihr, die können uns betäuben, die kriegen Weitblick und so ein Kram. Und das ist halt das, wo es richtig abgeht. So, ich mache erstmal Schaden auf alle wieder hier, sehr schön. Provozieren damit ihm, geben uns Zugleiste, betäuben Darka wieder. Und jetzt geht es wieder darum, erstmal die Geister platt zu machen. So, und dann greifen wir erst einmal den hier an. Sehr schön, greifen dann den hier an. Wunderbar, so. Jetzt machen wir dann Darker Platz. Sehr gut. Jetzt zum Glück zwei Runden lang betäubt, ne? Und die Bonuszugleiste heben wir uns auf für gleich, weil wir nämlich kritisch treffen können dann. Okay, sehr gut. So, Kylo wieder mit seinem stärksten Angriff hier. Superklasse. Jetzt machen wir hier einen normalen Angriff am besten, weil wir nämlich die Chance haben, zweimal anzugreifen, ne? Jetzt machen wir das, kriegen Bonuszugleiste, schicken ihn mit vor. Wunderbar. Und der Altar ist fast down. Sehr gut, da haben wir das zumindest geschafft.
Superklasse. Also der Schwierigkeitsgrad ist easy peasy, darker squeezy, ziemlich einfach für uns. Und ihr seht, wir kriegen hier ganz viele, also Erfahrungspunkte ist natürlich sehr schön, weil wir dann leveln. Und wir kriegen sogar beide, ne? Zombie und Geist. Super. Sehr schön. Das Ding ist vollendet. Wir könnten es jetzt noch einmal versuchen. Man kann das nicht simmen. Also müssen wir es im Automodus machen. Ich würde jetzt aber gerne mal gucken, ob wir das noch auf dem Bonusrang schaffen. Das wäre ziemlich cool. So, auf geht's in die Action. Okay, ihr seht, Bonusrang. Da steckt schon viel mehr in den Gegnern drin. Die stecken schon viel mehr ein und teilen auch entsprechend mehr aus. Und wir werden definitiv nicht so einfaches Spiel. Wir werden definitiv nicht so einfaches Spiel haben wie vorhin. Gut, möglichst dass wir es nicht schaffen. Ich sag Level 89 und Gear 11 und so ein Kram. Also ich glaube, das werden wir nicht hinbekommen. Ja, der Schaden von denen ist halt echt hoch. Das Problem ist vor allem auch, dass wir halt dann durchhalten entsprechend. Wenn wir nämlich den Altar angreifen und die spawnen alle wieder, haben die alle Erstschlag. Und dann können die halt ziemlich schnell Kleinholz aus uns machen. Seht ihr ja, ne? Wie viel Damage die anrichten. Aber hey, wir haben zumindest mal reingeschaut. Und dann wissen wir, entweder wir schaffen es oder wir schaffen es nicht. Und wenn wir es nicht schaffen, dann sei es eben drum. So. Hey, super. Den nehmen wir auch noch Platz hier. Sehr schön. Ich würde gerne mit vollen Abklingzeiten in die nächste Runde gehen. Das wäre wünschenswert. Sehr gut. So. Okay. Wie immer gilt das gleiche Prinzip. Wir betäuben Darker. Verstärken uns erst einmal hier. Und versuche dann erstmal die Geister wegzupusten. Ich gebe uns nochmal hier Bonuszugleiste. Sehr gut. So machen wir Schaden auf alle. Wunderbar. Dann greifen wir den hier an. Jetzt geht's hier an die Zombies. Okay, der ist fast down. Ich greife mir hier den Zombie an, weil wir haben das Potenzial, den zu killen. Hat leider nicht ganz geklappt. Okay. Killen wir erstmal den. Okay, oder auch nicht. So, killen wir mal den hier. Na, oder auch nicht. Killen wir mal den hier. Okay, so. Jetzt geht's darum, Darker schnellstmöglich zu killen. Glücklicherweise können wir sie betäuben, ne? Es wäre ziemlich übel, wenn nicht. Also, ihr habt ja gesehen, was sie anrichten kann. Okay, jetzt geht's an den Altar. Wir versuchen wieder hier unsere stärksten Angriffe. Machen möglichst viel Schaden auf den Altar. Sehr gut. So, normal angreifen, weil wir haben nicht die Gelegenheit, zweimal anzugreifen. Dann machen wir das und schicken wir unseren Verbündeten vor wieder. Möglichst viel Schaden anrichten, ganz klar, ne? So, hier auch wieder normal angreifen. Und ich könnte jetzt Zugleiste geben und weit auf den Altar hauen. Das bringt aber nicht wirklich viel. Weil wir können ihn sowieso nicht zerstören. Aber ich würde gerne das Zugleiste geben, wir aufheben für die nächste Runde. Deswegen greife ich jetzt hier normal an. Die spawnen alle. Haben auch noch Gesundheitsentzug und so ein Kram. Und ihr seht, die betäuben uns und machen riesigen Damage. Und oh mein Gott, sie darf nicht sterben. Okay, alle waren dran. Gut, gut, gut. Alle waren einmal dran. Aber die provozieren jetzt sogar. Also greifen wir jetzt hier die da an. Machen mal Schaden auf alle und nehmen denen dann ihr Weitblick. Wir betäuben jetzt erst einmal Darker. So, superklasse. Und machen dann mit den Geistern weiter. Die müssen zuerst sterben, weil die machen den größten Damage mit Abstand. Geben uns jetzt hier Bonuszugleiste und greifen den hier an. Sehr schön, greifen wir jetzt mit Kyle einfach mal den an. Super. So, killen den mal. Jetzt geht es darum, den da zu killen. Ich gebe uns noch eine Bonuszugleiste hier, weil ich nicht will, dass der zum Zug kommt. Er kam zum Zug, okay. Aber das ist okay. Hat den Tank angegriffen, ne? So, greifen wir hier an. Greifen sie an wieder. Ich könnte jetzt keine Bonuszugleiste zum Kram geben, aber das ist in Ordnung. Wir müssen halt jetzt gucken, dass wir durchhalten. Okay, weiter geht's. Wir machen das hier und nehmen ihn mit. Kritisch getroffen ist gut. Greifen noch einmal an. Machen hier unseren stärksten Angriff. Superklasse. Wir können sowieso keine Debuffs machen auf ihn. Also können wir eh nicht mit ihm provozieren gerade. Wäre halt wünschenswert, wenn unser Tank gleich provozieren würde. Aber das klappt leider nicht so. So, alle sind wieder da. Und wir haben sogar, oh, ziemlich übel Debuffs bekommen hier. Darker hat wenigstens keinen betäubt. Okay, super. Na gut. Wir greifen mit Kylo normal an, weil ich nämlich gern Darker betäuben will. Und ich schieße jetzt mal auf ihn hier. Superklasse, machen wir Schaden auf alle. Sehr gut. Wir haben Bonustempo bekommen. Geben uns Bonuszugleiste. Und versuchen jetzt wieder, die Geister zuerst zu killen. Das machen wir aber gleich. Wir machen erstmal das hier auf Darker, um sie zu betäuben. Super. So, jetzt killen wir die Geister. Nummer 1. Machen wir Schaden auf alle hier. Sehr schön. Killen den nächsten Geist. Wunderbar. Versuchen jetzt hier die Zombies zu killen, schnellstmöglich. Ich hau den gleich mal weg. Sehr schön. Geben uns auch eine Bonuszugleiste. Provozieren auch ein bisschen, das ist super. Und greifen den jetzt an. So, wir müssen die halt schnellstmöglich killen, damit Darker nicht zum Zug kommt, weil die belebt die nämlich alle wieder. Okay, perfekt. Dann greifen wir jetzt hier an. Sehr gut. Wir sollten in der Lage sein, sie zu killen. Wunderbar. Und sogar das Bonuszugleiste geben könnte auch klappen später. Ich mache jetzt mal meinen stärksten Angriff hier, damit sie erstmal down ist. So, und jetzt heizen wir alles, was wir haben, auf das Ding. So, sogar mit, hier, ne, Bonuszugleiste und so ein Kram. So, das da, dann schicken wir ihn mal vor. Sehr schön, damit die auch wirklich kritisch treffen können und so, ne?
Hier nochmal. Super, greifen damit an. Sehr schön, damit. Oh, wir haben es fast geschafft, Freunde. Aber leider kriegen wir das Ding nicht down, glaube ich. Ich mache mal das hier, damit ich provoziere. Soll ich den betäuben sogar? Nein, ich konnte nicht betäuben. Okay, ich habe das gemacht, um zu provozieren, damit die jetzt alle Kylo angreifen müssen erst einmal. Weil wir noch einmal diese Runde durchhalten müssen hier. Okay, super. Na gut, jetzt greifen wir noch einmal hier die an, die wir angreifen können. Machen Schaden auf alle, damit die ihr Weitblick verlieren. Greifen dann den hier an. Sehr gut, jetzt wird es, geht es darum, die anderen Geister wieder zu vernichten. Ich würde mal sagen, wir machen nochmal Schaden auf alle hier. Sehr schön. Oh mein Gott, Darker kam zum Angriff. Aber sie hat zum Glück nichts wiederbelebt oder sowas in der Art. Hat uns halt betäubt, ne? Das ist halt übel. Geben wir uns Bonuszugleiste. Killen mal schnell diesen Zombie hier. So, jetzt greifen wir Darker an mit noch mehr Bonuszugleiste. Ich mach mal das hier, um hoffentlich sie zu betäuben. Jawohl, super, es hat funktioniert. Okay, sehr gut. So, jetzt geben wir dem Altar den Rest hoffentlich, bevor er zum Zug kommt. Machen wir mit Kylo das Ding hier. Sehr schön. So, starker Angriff. Und das war's. Wir haben es geschafft. Awesome. Sehr gut. Es war zwar hart, hat lang gedauert, aber wir haben jetzt hier ein Zombie-Bild bekommen. Nochmal ein paar Zombie-Splitter, was ganz cool ist. Damit haben wir schon 85 von dem Ding. Wir kriegen eine Zeta und 5 Omegas, die wir unbedingt brauchen, wie ihr wisst. Also haben wir damit, ja, waren wir sehr erfolgreich. Wir könnten jetzt 9 Kristalle ausgeben, das Ganze nochmal spielen und könnten damit halt hier die Splitter von denen farmen. Aber das ist natürlich offensichtlich nicht wert. Okay, sehr gut. Dann machen wir den nächsten Event. Wir bekämpfen Evox hier, müssen Druiden oder Imperium mitnehmen. Das ist die Belohnung. Evox-Splitter, ein paar von den lilanen Materialien, aber vor allem Money ist für mich wichtig, ne? Alles andere ist zweitrangig. Money ist das Wichtigste im Moment. Also gehen wir mal hier rein, gehen auf Truppauswahl und wählen erstmal hier unser Imperium, so wie es ist. So. Und dann würde ich sagen, wir können auch Druiden mitnehmen, ne? Wir nehmen erstmal den damit. Und anstelle von Thrawn, der ja nicht ausgebaut ist und den ich jetzt auch nicht ausbauen will, nehmen wir mal ihn mit. IG-88, ja, da sind die mal mit dem Kopfgeldjäger unterwegs. Ich glaube, das macht momentan am meisten Sinn. Also starten wir mit diesem Team hier. Los geht's. Wenn wir wenigstens das Ding schaffen, ohne dass ich Ressourcen reinballern muss, kriegen wir 1 Million Credits raus. Und das hilft uns schon mal sehr weiter. Ihr seht, die haben diesen Buff hier oben. Und extrem hoher Angriffswert, aber wenig TP, ne? Das heißt, die können schon ganz schön zuhauen. Was wir jetzt machen, ist erst einmal, wir aktivieren das da. Machen Schaden auf alle. Boom, sehr gut. Aktivieren dann das hier. Wunderbar. Und dann würde ich mal sagen, greifen wir erstmal den hier an. Perfekt. Killen den da. Super. Der greift an. Oh mein Gott, unser Pilot sieht schon ziemlich übel aus. Schon ziemlich angeschlagen. Den greifen wir normal an. Den greifen wir normal an. Und den hier ebenfalls. Super. So, was ist das hier nochmal schnell? Moment. Verteidigung für 3 Runden, 80% Verteidigung, 100% Ausweich, Regeneration für 20% der Maximal. Okay, das ist gut. Das geben wir gleich unseren Piloten. Erstmal soll der... Ah, Mist, hat nicht funktioniert. Okay, ich wollte ihm Fähigkeitenblockade geben. Machen wir erstmal das hier, um die zu betäuben vielleicht. Alle heizen auf Vader und Purps. Okay, Purps ist down. Wir machen mal hier Schaden auf alle. So, superklasse. Machen das hier, um uns zu regenerieren. Aber ihr seht, die greifen uns trotzdem entsprechend an. Wir greifen jetzt mal ihn an hier. Super. So, schwächen alle ein bisschen und machen dann Schaden auf alle. Sehr gut. Aber ich glaube nicht, dass wir 8 Runden schaffen hier, Freunde. Unser Imperium ist noch nicht stark genug ausgebaut. Wir könnten jetzt natürlich Ressourcen investieren. Ups, da blitzt der Hintergrund wieder durch. Wir könnten jetzt natürlich Ressourcen investieren, um das zu schaffen. Allerdings glaube ich nicht, dass das wert ist. Das ist es, glaube ich, nicht wert. Peter belebt wieder, belebt den wieder. Er greift sogar 2-mal an. Ja, das schaffen wir nicht. Ich gehe mal raus, das werden wir nicht schaffen. Und das ist mir aber auch nicht wert, hier Ressourcen zu investieren. Ich habe mir schon sowas in der Art gedacht. Aber wie gesagt, halb so wild. Imperium ist ja momentan nicht unser, unser primäres Ziel. Unser primäres Ziel ist ja die Erste Ordnung. Und mit denen haben wir hier unsere Ehre verteidigt, ja. Wir könnten jetzt hier den Geist aktivieren und den Zombie aktivieren. Das machen wir jetzt erst einmal nicht. Gehen stattdessen hier in die Kantina kämpfen und machen hier weiter. Natürlich mit unserer Ersten Ordnung. Nehmen aber auch mal hier Star-Lord mit, wenn wir schon die Gelegenheit haben. Und wann immer wir können, wenn da noch Zeit ist, machen wir vielleicht sogar noch ein paar helle Seite-Kämpfe oder sowas in der Art, ne? Aber erstmal wichtig, dass wir hier durchkommen, deswegen mache ich jetzt mal hier Auto und dann genießen wir die Show. So, sehr gut. Zwischendurch noch ein paar Nachrichten gelesen, zwischendurch auch mal was trinken, ne? Ist auch ganz wichtig.
perfekt. Schaden auf alle. Ihr seht hier, Star-Lord, der schiebt da einfach irgendeinen Container dem einen ins Gesicht. Das ist schon geil. Ah, ich habe so Bock auf Force Unleashed jetzt, muss ich sagen. Jetzt, wo ich ihn so sehe hier. Schon echt cool. Okay. Ich bin übrigens nicht bereit, 100 Kristalle auszugeben, um die Ressourcen aufzuladen. Das heißt, wir spielen nur so weit, wie wir kommen, was unsere Ressourcen angeht, ne? Und sobald die aufgebraucht sind, machen wir natürlich nicht weiter an der Stelle. Mein Ziel ist es, wenigstens zu 5E zu kommen. Ich habe das jetzt nicht ausgerechnet, ob das reicht. Wenn nicht, machen wir das die nächsten Episoden auch nochmal, ein, zwei Kämpfe. Es geht halt darum, dass wir zu 5E kommen, weil da kann man Schmuggler-Veteran-Han farmen. Und bei 5F, wissen wir ja, kann man Schmuggler-Veteran-Chewie farmen. Und Chewie brauchen wir dann für jede Ausbildung Rey. Aber wenigstens Schmuggler-Veteran Han möchte ich haben, denn den brauchen wir für, nicht nur für jede Ausbildung Rey, sondern außerdem für eben unseren obersten Anführer Kylo Ren, ne? Dafür ist er wichtig. Jetzt wissen wir, was wir überall farmen können, ne? Das ist schon mal ganz cool. Jetzt sehen wir hier, kostet 12 Energie ein Kampf. Also haben wir 12, 24, A, B, C, D, E, F. Also bis F will ich eigentlich, ne? Aber 12, 24, 36, 48, 60, das reicht, ne? 72, wir könnten sogar komplett durch hier. Also komm, ziehen wir das Ganze auch durch. Sehr gut. Und die Cantina-Kämpfe, oh, guck mal hier. Jerry, das taktische Genie, hat Cad Bane reingepackt. Den nehmen wir doch gleich mit. Haha, das lassen wir uns nicht nehmen. Cad Bane ist super cool. Hat mich ja mega gefeiert in der Boba Fett-Serie, dass er dort zu sehen war. Das ist echt cool, wenn solche Charaktere auch langsam Live-Action-Counterparts bekommen. So, okay, ja. Das ist also das Ziel. Wir wollen jetzt hier durchkommen. Das ist easy peasy, weil wir schon sehr, sehr stark gelevelt sind. Also keine Kunst, das Ganze zu schaffen. Und es war auch nicht nötig, dass wir das vorher machen, weil vorher war das in Anführungszeichen Energieverschwendung, wenn wir uns vorher schon hierhin durchgespielt hätten. Es kommt vielmehr darauf an, dass wir jetzt halt praktisch, dass wir erst dann an die Punkte kommen, wo man die entsprechende Charaktere farmen kann, wenn es wirklich nötig ist, ja. Vorher ist es ja natürlich Energieverschwendung, weil die Energie könnte man eben für andere Charaktere benutzen. Und beispielsweise haben wir abgeschlossen den TIE-Piloten des Imperiums. Den kann man jetzt, da kann man jetzt einen Haken dran setzen, der ist fertig, den haben wir dort gefarmt. Und natürlich auch andere Charaktere. Finn könnten wir auch schon farmen. Es wäre also jetzt nicht verkehrt, jetzt schon Finn zu farmen und erst später sich hierhin durchzuspielen. Aber da wir ja, also wir farmen Finn hier bei den Cantina-Kämpfen, wir farmen beide Schmuggler-Veterane, Han und Chewie. Aber Han brauchen wir als allererstes. Deswegen setzen wir Priorität auf Han, farmen den zuallererst auf 7 Sterne. Und wenn der 7 Sterne hat, dann können wir ihn abhaken. Und dann fahren wir eben Finn und Schmuggler-Veteran Chewie. Damit die dann auch erledigt sind. Und dann sind wir im Prinzip, ja, schon sehr, sehr gut vorbereitet für jede Ausbildung Rey. Weil wir auch BB-8 schon haben. Das heißt, sie zu bekommen ist easy peasy. Und das wird uns natürlich sehr, sehr helfen, wenn wir ein Jedi-Ausbildung Rey-Team haben. Ja, ein Widerstandsteam mit Jedi-Training Rey. Das ist sehr, sehr hilfreich für uns, für die große Arena-Meisterschaft. Und manche haben ja gesagt, hey Kara, wenn du nur die erste Ordnung farmst und nur obersten Anführer Kylo Ren, dann ist das zwar schön und gut, dann hast du zwar einen obersten Anführer, aber du hast nicht viel zu bieten in der großen Arena-Meisterschaft, weil ja die erste Ordnung jetzt nicht gerade das stärkste große Arena-Meisterschaft-Team ist, zum einen. Und mir fehlen ja auch noch andere Teams, ja, das wurde mir ja gesagt. Und stimmt, ja, also sowas wie zum Beispiel Malak ist sehr, sehr hilfreich, weil man durch Malak bekommt man ja ein alte Republik-Team, man bekommt ein sehr starkes Jedi-Team mit Jedi Revan, man bekommt ein sehr starkes Sith-Team mit Malak und Darth Revan. Das muss man erstmal schlagen können. Das sind drei sehr, sehr starke Teams, ja, für die Offensive und für die Defensive. Und das stimmt schon. Und die werden wir ja auch farmen. Ist ja nicht so, dass wir die nicht farmen. Ja? Es ist halt nur so, dass in Phase 1 sind eben unsere Hauptteams Kopfgeldjäger, Imperium und zwei Teams der Ersten Ordnung. Und Überraschung, Capital Games wussten, dass die Erste Ordnung nicht besonders stark ist in der großen Arena-Meisterschaft. Und was haben sie gemacht? Sie haben unserem TIE-Piloten hier eine super gute Omikron gegeben, die erste Ordnung richtig gut macht in der großen Arena-Meisterschaft. Das darf man nicht vergessen, ja. Capital Games sehen solche Dinge natürlich auch. Ich habe wieder Vertrauen in Capital Games und dementsprechend bessern sie nach.
Und jetzt ist es gar nicht so verkehrt, erste Ordnung zu fahren für die große Arena-Meisterschaft, weil der Teilpilot der ersten Ordnung sie richtig stark macht. Und als wäre es ein Zeichen, haben wir jetzt hier Jedi-Ausbildung Rey auch noch mit dabei. So, und ihr wisst ja, für Phase 2 farmen wir nicht nur Jedi-Ausbildung Rey, die ist in Phase 2... also in 0, nichts ist die fertig, ist die da, ja, weil wir ja schon alle Charaktere haben, wir müssen die nur noch ausrüsten. Dementsprechend kommen wir sehr, sehr schnell an Jedi-Ausbildung Rey. Das ist eine höchste Priorität. Und während wir an Jedi-Ausbildung Rey arbeiten, und die Charaktere vorbereiten für Jedi-Ausbildung Rey, farmen wir natürlich alle anderen Charaktere, die nötig sind für Darth Malak. Und das heißt also, während Phase 1, hauptsächlich geprägt war von Oberstanführer Kylo Ren der ersten Ordnung, nebenbei aber auch noch Imperium und Kopfgeldjäger, wird Phase 2 geprägt sein, natürlich vom Widerstand und der galaktischen Legende Rey, aber eben auch von den Revans und Malak. Ja, das ist das Ziel für Phase 2. So, genau. Beziehungsweise, sorry, ich meine Revan, das ist eigentlich Phase 3, aber ich meine, wir bereiten in Phase 2, jetzt kam ich schon selber ein bisschen durcheinander, aber ihr wisst, was ich meine, ne? In Phase 2 fahren wir Jedi-Ausbildung Rey, und natürlich ist galaktische Legende, Palpatine unser großes Ziel für Phase 2, ne? Das darf man nicht vergessen, und natürlich trotzdem, also, Malak bleibt, Jedi-Revan bleibt, Darth Revan bleibt, das ist schon richtig, und natürlich bleibt Jedi-Ausbildung Rey ebenfalls, das habe ich auch schon richtig gesagt. Aber unsere galaktische Legende Phase 2 wird natürlich dann letztendlich Palpatine sein. Und in Phase 3 wird es dann halt super easy sein, eben die galaktische Legende Rey zu bekommen. So, ihr wisst, was ich meine, ne? Ich habe das ja schon tausende Mal erklärt. Okay, aber ihr seht, uns wird es nicht an starken Teams farmen, die keine galaktischen Legenden beinhalten, weil ihr habt schon recht in dem Sinne, wenn ihr sagt, ja, ne, da sind wir schon hier beim Han und da ist dann Chewie und dann können wir gerade noch das letzte Ding machen, dann ist wenigstens das hier Kapitel 5 abgeschlossen. So. Oh, hier nehmen wir Hux mit, auf jeden Fall. Ihr habt schon recht, wenn ihr sagt, ja, wenn man halt mit im Tunnelblick, mit Scheuklappen nur auf die galaktischen Legenden schaut und nur die farmt, ausschließlich nur, was man für... Oh. Ausschließlich nur, was man für diese Charaktere braucht, dann ist natürlich das Problem, dass man vielleicht andere Teams außer Acht lässt und man dann eben das Problem hat, dass man halt, ja, ne, was macht man dann? Man hat dann nur ein paar halbfertige Teams, weil man nur galaktische Legenden farmt, hat dann vielleicht eine galaktische Legende, aber dann fehlt es eben anderen Teams und die darf man halt eben nicht außer Acht lassen, ne? Also nur blind für galaktische Legenden farmen mit Scheuklappen und Tunnelblick ist auch nicht das Richtige. Man muss halt so ein bisschen breiter denken, ne? Und das tun wir auch mit eben genau diesem Farmplan, denke ich. Also ich denke, wir denken gut. Ich denke, wir denken richtig. So, Chewie haben wir auch. Und zuletzt bekommen wir dann hier den Ark, ne? Der Ark-Soldat. Sehr gut. Das mache ich jetzt auf... Eigentlich, normalerweise müsste ich mir jetzt treu bleiben und den nicht farmen und sagen, die 12 Energie sind mir zu schade für ihn und dafür lieber Han farmen. Aber komm, wir schließen das Ding ab, da kann man sagen, Haken dran und fertig, dann ist das halt mal erledigt. Wir nehmen von Kyle Katani jetzt den guten Jedi-Meister Luke. Denn auch der wird auf unserem Plan stehen. Der ist dann sozusagen Phase 4, ja? Habe ich ja auch schon erklärt, ne? Wenn wir in Phase 1 Oberstanführer Kylo Ren haben und dabei halt eben schon mal Imperium und Sith vorbereitet haben, ja? Dann gehen wir in Phase 2 und mit den vorbereiteten Imperium und Sith fahren wir dann eben die galaktische Legende Palpatine, Imperator des Sith-Ewigen, und bereiten nebenbei schon mal Rey vor, während wir auch noch Malak farmen und was dazugehört. Wenn wir dann in Phase 3 sind, schließen wir natürlich Rey ab und fangen schon mal an, andere Dinge vorzubereiten. Wie eben alles, was nötig ist dann für Luke. Ja, und also Jedi-Meister Luke und dann natürlich auch Galaktische Republik. Ne? Für Jedi-Meister Luke brauchen wir auch noch andere Charaktere, wo man auch Galaktische Republik braucht und so weiter und so fort. So, hier in 6 spielen wir erstmal nicht weiter. Wir könnten jetzt hier den guten Kyle Katarn farmen, was ziemlich cool ist. Ja, der Charakter ist awesome und ich würde gerne so viele andere geile Charaktere farmen. Am besten will ich mich hier schon durchspielen und andere Charaktere farmen. Mein Herz blutet, wenn ich das nicht machen kann, aber wir müssen
Wir müssen gewissenhaft sein, ja? Und ihr seht hier, war es die 2 oder die 3? Bei der 3 kann man Finn farmen. Finn hat höchste Priorität für uns. Außerdem Han und Chewie als Schmuggler-Veteranen. Natürlich farmen wir zuallererst mit allem, was wir haben, Han. Ganz klar, ne? Das ist der Wichtigste, auch wenn er gerade nicht gedroppt ist. Dafür geben wir jetzt alle unsere Ressourcen aus, bis der 7 Sterne hat. Dann machen wir Chewie und Finn. Und wenn die 7 Sterne haben, kümmern wir uns um andere Charaktere, aber darüber sprechen wir dann später. Ich habe ja schon mal ein bisschen was dazu erklärt. So, wir sammeln jetzt die ein. Wir sammeln noch mehr ein. Und dann gehen wir hier hin und sammeln noch mehr ein. Kristalle und Vader-Splitter, die sehr, sehr hilfreich sind. Okay, super. Noch einmal Galaktischen Krieg-Kampagne abschließen, dann kriegen wir hier 200 Kristalle. Das ist der Hammer. Und 3 Vaders, das hilft uns mega. Das mache ich dann offscreen. Ich hätte das natürlich schon lange haben können, aber ich habe offscreen, ihr wisst ja, als ich so ein bisschen inaktiv war, nicht allzu viele galaktische Kriegsschlachten gemacht. Und ich muss warten bis zum nächsten Tagesreset, dann kann ich das resetten. Und dann werden wir 200 Kristalle mehr auf unserem grandiosen Konto haben. Super. Flottenrang, seht ihr, wir haben 73 in der Flotte abgeschlossen, obwohl ich nicht mehr aktiv Flotte spiele. Das ist ein gutes Zeichen, das heißt nämlich, wir kommen besser voran in der Flotte. Können wir nochmal ganz kurz gucken hier, wie das da aussieht, ne? Sehr schön, oder? Ich habe nur jeweils einen Kampf gemacht. Arena ist noch schwierig, weil wir da noch nicht so die richtigen Charaktere ausgebaut haben dafür. Ihr wisst ja, mein erstes Ordnung-Team, das ich aktuell spiele, ist nicht gerade ein Arena-Team. Ich zeige euch das mal ganz kurz hier. Das da ist kein Arena-Team. Das reicht für PvE und das hilft uns wegen dieser Dreieckskonstellation hier in der Flotte sehr gut. Das war ja der Grundgedanke, dass wir uns in den Top 50 der Flotte halten. Ne? Das sind ja diese drei hier. Diese drei hier, ne, auf Dreieck auf den Kopf gestellt. Aber ja, so sieht es halt erstmal aus. Okay, na gut. Ich würde sagen, wir hätten zwar noch ein bisschen Zeit, aber vielleicht beende ich diese Episode ein bisschen früher, weil das Ding hier wird spannend. Das wird sehr spannend, da werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen nachbessern müssen, was das Phoenix-Team angeht. Ein bisschen auftunen müssen. Ich will nämlich gerne 9 normal durchziehen und dann 9 hart, weil 9 hart will ich zumindest 9 hart A schaffen. Ich glaube, ich habe es schon mal gezeigt. Bei den Schiffen. Dann können wir nämlich den hier farmen. Oh, das würde ich gerne tun. Ne? 9 A schwer. Das ist das Ding, was ich gerne schaffen möchte, weil, zeig's mal bei den Trupps hier. Der hier ist fast abgeschlossen. Und ich habe dann ziemlich viel normale Energieressourcen frei. Und mit den freien, mit der freien normalen Energie, die ich habe, kann ich dann eben all die Charaktere farmen, die ich farmen möchte. Ich lade jeden Tag 3-mal normale Energie auf, ne, mit den Kristallen, die ich habe. Und so ziehe ich das Ganze dann eben durch. Okay, da könnten wir auch was geben. Gehen wir nochmal hier hin. Ich will mal ganz kurz schauen, ob das hier alles passt. Das müsste passen, das müsste passen. Ihn hier suchen. So, ne, hier kann ich auch nochmal 5 Kämpfe machen. Seht ihr, kann ich meine normale Energie ausgeben. Ist halt nichts gedroppt, wie das halt meistens so ist. Aber wenigstens können wir schon mal die 8. Bruder farmen. Aura Singh haben wir auch schon nebenbei gefarmt, weil das gerade ein Bonus-Drop ist. Es kommt mir halt aber auf ihn an, natürlich, ist ja ganz klar. So, gehen wir weiter. Tai Ekelon können wir nicht farmen, aber den hier können wir farmen, glaube ich, falls ich es nicht gemacht habe. Genau, richtig, da kann ich auch nochmal 2 Kämpfe machen. So, immerhin einmal gedroppt. Okay, super. Denn ihr wisst ja, wir brauchen den Bomber mindestens auf 6 Sterne. Ich will ihn aber sogar auf 7 Sterne bringen, weil der einfach gut ist und uns gut hilft für die Flotte. Ja, auch später in der Zukunft ist es praktisch. Deswegen farme ich ihn einfach weiter. Und der hilft uns ja auch jetzt in den Flottenkämpfen. Dann Imperialer TIE-Jäger ist ja schon fertig. Also IG-2000 meine ich natürlich, den brauchen wir später für den Falken. Da ist der wichtig. Und dann natürlich TIE X1. Wenn ich aber Prioritäten setzen muss, wenn meine normale Energie nicht reicht, setze ich die Prioritäten natürlich für alles, was hier favorisiert ist. Weil das ist nämlich wichtig für Finalizer. Das heißt also, Slave One und TIE X1 Turbosternjäger bei den Flottenkämpfen farme ich immer. Und wenn ich mich für normale Energie entscheiden muss, haben Xanadu Blut, Kylo Ren's Kommando Shuttle und Houndstooth immer Priorität. Und wenn ich dann noch normale Energie frei habe, farme ich dann noch ein bisschen IG-2000 und Imperialer TIE Bomber für halt dann später. Ne? Aber die sind erstmal nicht ganz so mega wichtig. Weil die Dinge, für die ich die brauche, die kommen erst später laut meinem Farmplan. Und dann kann ich die später immer noch farmen. Und außerdem wird die Houndstooth unseren Imperialen TIE Bomber als primären Tank ablösen. Wenn wir denn das Ding entsprechend ausgebaut haben. Ne? Das ist nämlich ein besserer Tank als der TIE Bomber. Noch können wir aber so weitermachen, weil ich ja noch genug Ressourcen habe dafür.
Okay, und ich habe die ja noch nicht freigeschaltet, ne? Also sie sind da noch nicht einsatzbereit. Aber wenn die einsatzbereit sind, ersetzen sie die. Na gut, dann beende ich hier schnell die Episode, nachdem wir die letzten Tage immer sehr, sehr lange Episoden hatten. Ist die jetzt einfach mal ein kleines bisschen kürzer. Ich hoffe, das ist nicht so weiter schlimm für euch, Freunde. Und die nächste Episode geben wir dann Vollgas mit den helle Seite kämpfen und fangen vielleicht sogar schon mal an mit dunkle Seite kämpfen. Vielen Dank und ja, möge die Macht der Ersten Ordnung mit euch sein.